Wie großartig der Sitz ist. Sie haben hier hinten... Das ist das Coolste, Judy. Reißverschluss. Du hast eigentlich einen doppelten Reißverschluss, gell? Du kannst nämlich den Gehschlitz auch noch variieren, wie du Lust im Klauen hast. Ist es. Genial. Du Genial. Kannst den Poppes variieren. Ja. Komm, Marilyn, komm. Du siehst aus, Fräulein. Ja, du darfst. Ich habe schon auf dich gewartet. Oh la la, jetzt schau dir das mal an. Eleganz pur, ehrlich. Der wirkt so großartig, muss ich wirklich sagen. Auch vor allem durch die Länge. Und der macht eine Taille, ja? Schauen Sie bei der Marilyn, wie der da auch sitzt. Und Leder ist halt Leder, da gibt's halt gar nichts. Ich höre leider aus der Regie, jetzt werden sich die ersten Größen gleich ausverkaufen. Ui. Der ist natürlich auch nicht in tausendfacher Möglichkeit zu bestellen. Das ist eine Limited Edition, das ist I Love Milano. Einmal. Das ist die italienische Boutique-Ware, die Sie hier bekommen. Ja. Und ganz kurz, Sie dürfen in Teilzahlung gehen. Das muss ich bei dem Preis dazu sagen, weil den kaufen Sie einmal und tragen Sie bis zum Lebensende. Absolut. Das ist gigantisch. Ganz ehrlich, Clarissa, es ist so, Leder sowieso kaufst du einmal. Ja, genau. Kaufst du für dein Leben und dann trägst du das ein Leben lang. Und ich finde diese Länge so toll, ob du die mit einer blickdichten Strumpfhose kombinierst. Mhm. Wo kriegst du denn einen Lammnapper Lederrock in der Qualität, mit dem kecken Schlitz, in der Optik, wie es momentan wirklich gefragt ist und alle verrückt drauf sind, wo kriegst du so einen Rock, dass Super. Du den für 599 kriegst, aber nicht für 199, Absolut. Ganz ehrlich. Und das I Love Milano, wo wir ja sagen müssen, eigentlich Italien. Noch etwas teurer normalerweise. Viel, viel teurer. Und wir sind jetzt in der Vorschau, wir bleiben aber drauf, denn ich höre aus der Regie, wir werden ihn wahrscheinlich gar nicht mehr präsentieren. Wir bleiben also hier in der Vorschau, keine 200 Möglichkeiten jetzt mehr und alle Größen sind komplett begrenzt. Und weißt du, ich sehe den nicht nur so, wie wir den jetzt gestylt haben, mit einer tollen Bluse, so ein bisschen Business-Style, sondern ich sehe den mit Sneakern. Ja. Du trägst eine blickdichte Strumpfhose im Winter, dann ein Pulli obendrauf. Mhm. Das ist jugendlich und das können sie tragen bis ins hohe Alter. Nur eines muss man sagen, bei einem Lederrock, das ist immer sexy. Mhm. Das ist immer Weiblichkeit Absolut. Pur. Diesen Rock, den du hier siehst, der kommt ja auch aus meiner Kollektion. Aber der ist ausverkauft. Den habe ich ja schon, also der ging so schnell weg. Ja. Ähnlich wird es jetzt mit diesem natürlich auch nochmal sein. Und Marilyn, mit einem schwarzen Blazer. Wie sexy kann Business sein, ohne dass du zu viel Haut zeigst? Absolut. Du und Stiefelchen, Stiefeletten. Man kann ja alles jetzt auch dazu tragen im Herbst und im Winter. Ja. Komplette Wartezeit, gerne auf Easy ausweichen, damit sie auch wirklich noch ihre Größe kriegen. Das ist immer sehr... Ja, Clarissa, ist der Hammer. Ich bin nicht nur verliebt, sondern... Es ist eine wahnsinnig schöne Qualität und ich habe die jetzt doppelt hinten nochmal um den Hals gewickelt. Dann hat es beinahe schon etwas von einer Haute Couture Bluse, sage ich mal. Kannst du natürlich mit Schleife binden, kannst du nochmal anders. Ich liebe es halt gerne so ein bisschen hochgeschlossen, weil es auch nochmal den Hals kaschiert, aber einfach noch ein bisschen Haute Couture-iger, sage ich mal, aussieht. Die ist knitterfrei, Clarissa. Hammer. Die ist weich, die ist atmungsaktiv, die kaschiert, die wäre auch außerhalb zu tragen. Vielleicht komme ich kurz zu dir und man kann sie nochmal ganz anders quasi in Position sehen. Und da sind Farben dabei. Ja. Türkis, ein Ockergrün und ein so bequemes Stück, ein Business-Teil, aber auch etwas. Also bitte mit dabei sein. Du hast ja gar nicht viele Modestunden, muss man auch dazu sagen, in dieser Woche. Es sind jetzt, glaube ich, die letzten zwei, gell? So ist und es. Das war's. Ab morgen geht's los mit Kosmetik um 22 Uhr mit deinem Beauty-Institut. Genau. Nee, morgen habe ich auch noch mal Mode. Hast du morgen über Tag noch Mode? Zwei Sendungen. Okay. Aber dann geht's los dann mit dem Beauty. Mit. Und dieses Jahr machen wir mit dem Beauty. Ich wollte den Rock aus der Nähe sehen. Bitteschön. Hast du schon bestellt? Ah, hat die ist immer bestellt. So schnell. Das kann ja... Oh, entschuldige bitte. Da ist aber mit mir durchgegangen. Also, Ladies, jetzt kommt die Anna in diesem Blau. Schauen Sie mal, wie keck, wie jugendlich, wie schön dieses Blau auch noch mal wirkt. Also, ich kann nur sagen, mega. Kommt ja immer wieder zurück in ihre Ursprungsform. Mhm. Und das finde ich so genial. Ja? Und schau mal, jemand, der so schlank ist wie du, Clarissa, du bist ja wirklich ein... Ich habe noch abgenommen? Ich weiß es nicht. Also das Problem möchte ich einmal in meinem Leben haben. Ich sage, das habe ich noch nie. Aber vielleicht ist es der Trick, dass man nicht so viel Gedanken drauf gibt. Könnte das sein?
Oh, jetzt ist verboten, oder? Aber es ist Bond-Girl, oder? Ja, du bist jetzt echt Bond-Girl. Also ich finde, man darf sich mal was trauen. Ja. Und sie müssen es ja nicht mit hohen Schuhen so, sage ich mal, kombinieren, so wie ich das jetzt mache. Man kann es ja anders machen. Ich würde jetzt auch sehr gerne drunter zum Beispiel einfach nur eine weiße Bluse. Also das kannst du ja kombinieren zu dieser Lederjacke. Die ist der Knaller. Ja. Lammnapper, die ganzen Extras, die hier drin stecken. Geht natürlich toll einher mit dem Rock, wenn sie mögen, wenn sie sagen, hey, sag mal, ich gebe jetzt noch mal Gas. Und du hast ein komplettes Outfit. Du hast hier übrigens noch mal diese tollen Steppnähte, die so ein bisschen Biker-Stil haben, aber nicht auftragen in keinster Form. Und das, finde ich, ist moderne Mode, wo du einfach variieren kannst. Sie können übrigens bei dieser Jacke wunderbar Jeans, alles Mögliche dazu kombinieren. Wir haben drei Farben. Ja. Wir haben ein Bordeaux und wir haben noch einen Cognac-Ton. Und sehr gefragt. Und wir haben, muss ich tatsächlich sagen, den vorletzten Tag der Trend- und Style-Woche. Wir haben in dieser Woche einige Lederjacken gezeigt und die meisten sind ausverkauft. Und Judith, deine ist, finde ich, halt eine wunderschöne Basic-Lederjacke, aber mit dem gewissen Etwas. Durch diese Steppung der Ärmel, finde ich, gibt die dem Ganzen wirklich diesen Designcharakter auch mit. Genau, ja? So ist es. Und du, die ist bequem, sie ist nicht zu figurnah geschnitten. Mhm. Ganz wichtig auch für die großen Größen. Du hast hier auch nochmal diese Zipper, die Reißverschlüsse kannst natürlich umschlagen, wenn du möchtest, falls der Arm dir zu lang wäre, was ich jetzt nicht glaube, aber es gibt es ja doch immer wieder, ja, auch ein bisschen kürzere Ärmchen. Du kannst es schick tragen, sie können es sportiv tragen, je nachdem, wie sie möchten, ob es die Schluppenbluse ist oder einfach ein T-Shirt drunter. Also ich liebe gute, hochwertige Lederjacken, weil die kaufen sie sich einmal fürs Leben und es hat einfach was anderes. Mit einem Lederrock oder eine Lederjacke, allerdings ist der Lederrock, muss ich leider sagen, beinahe ausverkauft. Hoppla, wir haben nur 100 Stück. Jetzt wollte ich einmal noch kurz die anderen Farben zur Lederjacke reinhalten. Aber das macht nichts, das zeigen wir nachher. Ich präsentiere doch gerade wieder die Po-Parade. Hast du sowas von recht. Im Rock. Bitte eine Nahaufnahme. 100 Röcke gibt es nur mehr. Also bitte jetzt sofort mit in die Leitung, weil der wird sich ausverkaufen. Sie sehen, einige Größen sind jetzt schon weg. Oh, der ist toll. Also das ist aber, ich kenne dich ja, ich weiß ja, das ist ja genau das, was du auch trägst. Das ist was. Das ist genau das. Und weißt du, Clarissa, das ist wirklich etwas, selbst meine Mama kann in der Größe 50 so einen Rock tragen. Stimmt. Das sage ich dir, die trägt den natürlich nicht so wie ich. Die würde den anders tragen. Mhm. Der würde ich, sage ich mal, die blickdichte Strumpfhose geben, ja? Dann kommen Sneaker dazu, der Rock und oben, sage ich mal, eher so ein bisschen was Gefälliges, was das Bäuchlein kaschiert. Sehr gut. Aber sie sieht schick da drin Mega aus. Schick. Wirklich toll, weil auch die Länge ist extrem schlank machen. Ja, und das ist eigentlich im Alter deiner Mutter ein tolles Outfit, auch mal für den Theaterausgang, für die Oper. Ne? Das ist ja gut, wenn Sie sagen, rot so als Farbton, komplett rot, trauen Sie sich nicht. Ich kann nur sagen, also bei dem Shirt, das passt natürlich zu allem. Selbst zum Lederrock, den ich schon wieder anhab. Ja, leider haben wir jetzt aber die Größe 34 und 36 ausverkauft. Wir haben, wie viel noch da, liebe Regie? Nicht mal mehr 300. Das geht jetzt wirklich rasant schnell. Ich freue mich aber, dass Sie es so toll annehmen. Deine Kurz fragen, sagt mal, der Lederrock ist ja komplett weg, weil dann kommen das müssen wir noch erfahren. Fredolia. Ich habe hier eine Liste von circa 15 Leuten bei HSE allein, die den Lederrock heute bestellen wollten. 70 Röcke gäbe es noch. Und das ist wahrscheinlich schon ziemlich auserwählt von den Größen. Komm, wir geben Ihnen noch schnell die Bestellnummer vom Lederrock. Sie wissen, dass Sie in Teilzahlung gehen dürfen. Die 423264 ist die Bestellnummer. Ein super Preis. Also Judith, für den Lederrock 499 würde ich normalerweise sagen. Weißt du, das ist ja ein ganz hochwertiges Leder und kein Schmarrn, sondern wirklich ganz, ganz was Hochwertiges. Hinten haben Sie noch den Schlitz, den können Sie natürlich nur noch ein bisschen höher, wenn Sie sagen, da möchten Sie mehr Gang. Wenn Sie blickdichte Strumpfhose anhaben, ist ja kein Problem. Kannst du ja sozusagen höher machen. Dann hier schön hochgeschnitten, dass der Bauch schön mit eingepackt ist sozusagen. Ja. Aber ach, der ist bequem, sieht gigantisch aus. Ja.
Und wenn Sie mögen, versandkostenfrei durch natürlich die Phytomineralcreme. Das ist ja das Schöne dran und die Phytomineralcreme ist fast schon ausverkauft. Und erst morgen Abend ab 22 Uhr gibt es wieder Judith Williams Kosmetik zu den besten Preisen. Wir sprechen dann vom Luxussegment schlechthin. Ja. Aber auch mir von der Judith das tolle schwarze Kleid bestellt. Vielleicht sehen wir das ja heute oder morgen. Das ist ausverkauft. Dann glaube ich, ich glaube, da sind noch 10 Stück da. Ach, ich hab's noch vor der Woche bestellt. Das ist großartig. Hey, das ist der Hammer. Aber so der Bläser, da muss ich echt auch sagen, da kokettiere ich, weil der ist lässig und jung und trotzdem natürlich wahnsinnig schick und elegant. Da gebe ich dir in allem recht. Vor allem wollte ich einen Bläser, der unkompliziert ist, der aber elastisch ist, wo ich auch mal die Hände reinziehen kann, aber der nicht ausleiert, weil ich tendiere, da so richtig die Arme drin hängen zu lassen. Ja, und das macht ein Laser, sage ich mal, jetzt nicht 5 Jahre mit. Aber der hier sehr wohl. Weshalb? Weil ich den Reißverschluss zumachen kann. Und wenn der Reißverschluss zu ist, kommt so viel Schönes zum Vorschein. Ja. Erstens Lederimitat, schauen Sie hier. Wenn Sie den Rock bestellt haben, muss der Blazer eigentlich dazu. Weil dann ziehst du einen Rollkragenpullover oder das Shirt, was ich jetzt anhabe, drunter. Und das sieht einfach toll aus und du kannst es so schön miteinander variieren und kombinieren. Ich habe keinen Knopf gemacht, ganz bewusst, sondern einfach nur einen Haken, weil momentan ist es ja sehr, sehr... Und wissen Sie, das hat hinten einen kleinen Knopf. Den zeige ich Ihnen ganz kurz, hier bei der Olivia. Und dieser kleine Knopf hat hier sozusagen eines der schönsten Stücke der Kollektion. Nicht viel Pling-Pling, sondern wirklich etwas, das passt zu allem. Das passt zum Ledernapperrock, das passt zu einer Jeans, das passt zu einer Hose. Magic-Hose, egal welche Variante Sie wählen, was Sie zu Hause haben. Bequem zu tragen. Ja. Ich stecke es mal noch mal ein bisschen hinein, ob du es nämlich innen trägst oder nicht. Das ist wieder diese tolle, tolle Ware, die ich so sehr liebe, weil sie ist elastisch. Ja? Elastisch, gibt nach, ist luftig zugleich, Ladies, und passt zu allem. Fürs Business. Träumchen unterm Blazer. Ja. Sie sehen fantastisch aus. Aber auch für den besonderen Auftritt natürlich. Du kannst große Ohrringe aus.